Warum sind negative Dinge eigentlich viel stärker als positive Dinge? Bla bla bla, Pfaffi! Ich mag Menschen und ich habe das Gefühl, dass Menschen mich auch mögen. Zumindest oft. Und lustigerweise hat Facebook mir vor letzte Woche irgendwie eine Nachricht geschickt: Hey, du hast dieses Jahr 20 neue Freundschaften auf Facebook geschlossen. Wir halten das für einen Grund zum Feiern. Und ich dachte mir so, wow, ja, das ist ja wirklich toll. 20 neue Freundschaften, das sind 20 neue Leute, die ich auf Facebook kennengelernt habe und mit denen ich auf Facebook nun befreundet bin. Man kann ja vieles sagen, Facebook bedeutet nichts oder was auch immer man sagen will über Facebook, aber dennoch ist es ein guter Spiegel irgendwie. Was eben dieses soziale Leben anbelangt. Ich meine, ja, es ist Social Media und es ist nicht echt und alles. Aber trotzdem, es hat ja seine Basis in der Realität. Und ja, irgendwie bedeutet das ja doch was. Und ich weiß nicht genau, wie viele Freunde auf Facebook das ich habe. Ein paar hundert. Und natürlich habe ich mit den meisten von denen keinen Kontakt. Das sind einfach Leute, die ich kenne. Und ich glaube, die haben dieselbe Einstellung mir gegenüber. Ich bin jemand, den sie kennen. Ja, wenn man sich sieht, dann grüßt man sich. Vielleicht spricht man aus Versehen auch ein, zwei Sätze Smalltalk. Aber mit den meisten bin ich jetzt nicht total nah befreundet. Was aber nicht heißt, dass ich sie nicht mag. Ich freue mich über jede Person, die ich irgendwo treffe. Ich meine, auch wenn das jetzt jemand ist, mit dem ich nicht groß Kontakt habe, aber wir sind zufälligerweise im gleichen Land, welches nicht die Schweiz ist, da finde ich das schon lustig. Dann kann man schon irgendwie so, hey, du bist auch da, bla. Aber man muss ja dann nicht mehr tun. Genau, aber darum ging es mir eigentlich gar nicht. Worum es mir geht, ist, dass eines meiner größten Probleme, die ich habe, ist, wen überrascht es, sozialer Natur. Und zwar habe ich stets das Gefühl und die Angst, dass Menschen mich nicht mögen. Es ist mir total wichtig, dass Menschen mich mögen, weil ich mag Menschen auch. Und ich komme gerne mit den Menschen irgendwie klar und eben bin irgendwie gerne mit jedem befreundet, auch wenn es nur distanziert ist oder eben einfach nur sowas, ja, eben was Oberflächliches. Das ist ja nicht schlecht deshalb. Ich bin einfach gerne nett zu den Menschen und habe es auch gern, wenn sie nett zu mir sind. Und wenn ich dann sehe, wie das ist, wenn ich irgendwie in Ausgang gehe oder mich mit Freunden treffe und so weiter, dann habe ich eigentlich das Gefühl, dass man mich mag und dass ich auch die anderen mag. Gut, das Letztere ist kein Gefühl. Ich meine, ich weiß ja, ob ich jemanden mag oder nicht. Und das müsste mir ja dann eigentlich ein gutes Gefühl geben. Das Problem ist jetzt aber, es gibt auf diesem Planeten, in diesem Universum, in dieser Realität, gibt es drei Leute im Moment, die mich aktiv, nein, das stimmt nicht, die mich still und leise hassen. Wahrscheinlich ist das auch ein blödes Wort. Sie mögen mich nicht oder sie finden mich doof oder was auch immer. Sie finden mich, doof ist ja noch okay. Nee, sie haben wirklich negative Emotionen mir gegenüber. Oder zumindest ist das Letzte, was ich von ihnen erhalten habe an Signalen. Das Schlimme ist, das waren alles unglaublich gute, nahe Freunde, über welche ich sogar alle berichtet habe auf meinem Blog. Es sind Sascha, Maria und Lene. Lene ist von 2000 und irgendwas, 6 oder so. Mit all denen ist die Freundschaft, die war total nah. Unglaublich, wir waren uns so eng, oder wie man das auch immer sagt, und trotzdem,
Oder vielleicht gerade deshalb, weil ich weiß auch, dass ich eine schwierige Persönlichkeit bin manchmal, hat das nicht funktioniert. Wir kamen irgendwie nicht klar und haben es nie eingesehen und haben es so weit kommen lassen, dass dann diese andere Person mich aufgehört hat zu mögen. Und eben, dass sich in irgendwas verwandelt hat. Ich gebe zu, es ist auch, es ist natürlich gegenseitig. Ich meine, es sind in allen Fällen, auf allen Seiten komische Dinge passiert. Was aber irgendwie der Unterschied ist zwischen mir und Ihnen, ist, dass ich gerne irgendwie einfach einen angenehmen Schlussstrich ziehen würde, wo man dann einfach irgendwie, wenn man sich trifft, man einfach entfernte Bekannte ist. Egal, welche von diesen Personen ich jetzt treffe oder treffen würde, es ist seltsam. Es ist schräg. Und das ist mir gerade am Samstag wieder klar geworden, als ich eine dieser Personen traf. Und wir waren gerade am Gehen von dem Ort, wo wir waren, und ich sah die Person und sagte Hallo, und die sah mich irgendwie schräg an. Es war offensichtlich nicht okay, dass ich das tat. Oder vielleicht war es auch gar nicht offensichtlich. Ich meine, wir gingen dann weiter. Ich wusste auch gar nicht, wie man irgendwie wie man dann reagiert, weil das letzte Gespräch, das man ja hatte, war ja irgendwie so wütend und total hasserfüllt oder was auch immer. Und ich gebe das Lustige ist auch, das kam ja auch von mir, weil ich wütend auf die Person war. Ich bin eben emotional und ich meine, das weiß man vielleicht auch. Ich weiß es nicht, aber es war. Ich weiß, es ist aber schon so lange her, dass ich finde, man könnte ja wieder normal sein. Man muss ja nicht befreundet sein. Ich verstehe ja, dass das für die vorbei ist, weil für mich ist es auch vorbei. Es ist für ja alle genug passiert. Das kann man nicht mehr reparieren. Das ist mir klar. Aber wollen diese Menschen wirklich lieber auf dem hier existieren und die ganze Zeit irgendwie wütend auf mich sein? Oder immer wenn es irgendwie, wir haben ja auch gemeinsame Freunde. Ich frage mich dann, kommt denn das nie auf, das Thema René? Oder umgekehrt. Ich meine, wisst, denken Sie, die sprechen bestimmt nie über mich. Ich frage mich, hätten Sie das denn nicht auch gerne einfach so aus der Welt geschafft? Man muss sich ja nicht mal entschuldigen, weil eben die Freundschaften sind ja kaputt. Da kommt ja nichts mehr. Man muss sich ja nicht entschuldigen. Man kann ja einfach sagen so, hey, es ist okay. Ich wünsche dir alles Gute. Wenn wir uns mal sehen, können wir Hi sagen. Und whatever. Aber nein, es gibt drei Personen, bei denen ich das nicht kann. Und das macht mich traurig. Weil ich hätte das gerne mit jedem Menschen, mit dem ich mal zu tun gehabt habe, dass ich mit jedem irgendwie wenigstens diese Freundlichkeit austauschen kann. Ich muss ja wirklich nicht befreundet sein. Aber ich möchte keinen Groll hegen gegen jemanden und ich möchte nicht, dass jemand mir gegenüber einen Groll hegt. Und das sind drei Leute. Drei Leute. Ich müsste mir doch gar keinen Kopf machen. Das ist das, was mir die restlichen 300, was auch immer, Leute immer sagen. Gut, wie gesagt, ich meine, ich habe nicht so viele Freunde. Aber wenn ich mit irgendjemandem aus meinem Freundeskreis darüber spreche, dann sagen die immer, kümmere dich nicht darum, es ist vorbei, ignoriere das, lösch diese Person aus deinem Leben, bla bla bla. Und das macht ja auch total Sinn, aber man kann ja niemanden löschen, wenn man die Person zufällig sieht. Da kann ich ja nicht einfach. Ich kann natürlich so tun, als würde ich die Person nicht erkennen. Aber das ist doch auch blöd. Oder ich kann die Person bewusst ignorieren und immer wegschauen oder irgendwie wissen, oh nein, da ist der und der, da kann ich nicht hingehen oder was. Aber das will ich ja auch nicht. Ich lasse mich doch nicht einschränken. Und das beschäftigt mich gerade. Beziehungsweise, das hat mich eigentlich beschäftigt. Dann habe ich entschieden, ich mache einen Blog darüber, warum
es so ist, dass so negative Sachen uns viel mehr auffallen als positive Dinge. Und habe mich dann entschieden, dass ich mich viel mehr auf die positiven Dinge konzentrieren will. Ich möchte mich darauf konzentrieren, was gut ist. Gut ist, dass ich total tolle Freunde habe, neue Leute kennenlerne, die so interessant sind, die mir so viel bieten, denen ich viel bieten kann, hoffe ich. Ich meine, auf einer freundschaftlichen Ebene. Es sind so wenige, mit denen es nicht geklappt hat. Im Vergleich zu denen, mit denen es klappt. Mit denen ich, ja, auch wenn ich sie nur ein paar Mal im Jahr sehe oder sogar niemals mehr sehe, sondern nur noch irgendwie online ab und zu Kontakt habe. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich sehr gute, sehr nahe, mich liebende Freunde habe. Und dass es dann komplett egal ist, wenn irgendwer mich doof findet. Und dass es dann auch vollkommen okay ist, wenn ich für mich entscheide, dass ich diese Personen freundlich auf der Straße grüße. Wenn die dann blöd reagieren wollen, ist das ja eigentlich nicht mein Problem. Sie wollen ja traurig sein, sie wollen ja wütend sein oder was auch immer. Ich glaube, das ist eine gute Erkenntnis. Weil nur so kann man ja damit abschließen, wenn man es nicht mit dieser anderen Partei gemeinsam kann. Dann muss man für sich selber abschließen und einfach hoffen, dass es den anderen auch gut geht. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Eigentlich. Und ich höre es in meinem Kopf, wie es mein Ehemann sagt, wie es mir meine Freunde sagen. Es muss mir egal sein, ob es den anderen gut geht. Aber ich möchte ja, dass es ihnen gut geht. Ich wünsche ja niemandem etwas Schlimmes oder dass es jemandem schlecht geht. Gut, das stimmt nicht. Manchmal, kurz nach so einem Break-up, wo es mir total schlecht geht. Und da muss ich zugeben, hoffe ich insgeheim, dass es denen auch schlecht geht. Einfach, dass sie mich auch so vermissen, wie ich die Personen vermisse. Aber jetzt wünsche ich niemandem etwas Schlechtes oder schlechte Gefühle. Ich hoffe, es geht ihnen gut und ich hoffe, sie können ein Leben führen, an dem sie mich wahrscheinlich ignorieren. Also in dem ich einfach nicht existiere. Das ist ja das. Ich hoffe es für sie, aber das wäre das Schlimmste eigentlich für mich, weil ich dachte, wir hätten auch gute Zeiten gehabt. Da stelle ich mir schon vor, dass man vielleicht auch manchmal an mich denkt. Aber wahrscheinlich haben die einfach mit ihrem Leben weitergemacht. So wie in diesem Liebt. Wo diese Frau da singt. Es heißt Goodbye, My Almost Lover oder nur Almost Lover von A Fine Frenzy. Ein super Song. Kann ich den da irgendwo eigentlich verlinken? Da oder da. Ich mache so ein I, so ein Bling. Jedenfalls, ja, guter Song. Ja, ich glaube, ich stelle mir vor, dass nachdem wir gestritten haben und keinen Kontakt mehr haben, dass diese Person am nächsten Tag einfach so zur Arbeit oder was auch immer gegangen ist und einfach so, whatever, den René kenne ich gar nicht mehr. Und weil ich mir das vorstelle, geht es mir ja dann noch schlechter. Dabei habe ich ja eigentlich irgendwie dasselbe gemacht. Man geht halt wieder arbeiten am nächsten Tag, sofern es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag ist. Oder wenn man einen Job hat, an dem man am Samstag oder Sonntag arbeiten muss. Aber seht ihr das Problem? Seht ihr das Problem? Eigentlich geht es mir gut. Eigentlich bin ich ja total fröhlich und aufgestellt und geliebt, wie dieses schreckliche Facebook-Icon, das es da gibt. Geliebt. Und dennoch komme ich immer wieder darauf zurück, wie mich diese kleinen Dinge in meinem Leben stören. Und warum ist das denn so, dass einen diese negativen Dinge viel mehr stören, als die positiven Dinge einen glücklich machen?
Wahrscheinlich, weil man an negativen Dingen etwas ändern kann. Oder man hat das Gefühl, man kann etwas ändern, man muss etwas ändern oder man würde gerne etwas ändern. Es ist ja negativ. Und an den positiven Dingen, die sind einfach da. Ja, die sind einfach da. Die sind ja gut. Da muss man nichts ändern, die muss man nicht irgendwie, ja, die muss man nicht groß beachten, weil die sind ja einfach da. Man muss sich auf die negativen Dinge konzentrieren, damit man sie reparieren kann. Und ich finde das eigentlich eine gute Einstellung, aber man sollte wahrscheinlich mit der Einstellung aufhören, wenn diese negativen Dinge mit Drittpersonen zusammenhängen, an denen Verhalten man eh nichts ändern kann. Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich jetzt hier so ein Lampen-Emoji einblenden, das für eine gute Idee steht. Aber ich bin zu faul, deshalb müsst ihr es euch vorstellen, so. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Das war ein 16 Minuten Video darüber, wie toll es ist, wenn Dinge negativ sind. Ich habe in meiner spirituellen Zeit gelernt, dass man sich auf die positiven Dinge konzentrieren muss. Und wie einfach nur mal Danke sagen, wenn was Gutes passiert. Und wenn etwas Negatives passiert, soll man es einfach ignorieren. Und das hat mich eigentlich viel glücklicher gemacht. Und das funktioniert auch. Ich freue mich immer, wenn eine Ampel grün ist oder so. Vielleicht muss ich das nun mit Menschen auch tun. Ich freue mich immer, wenn jemand mit mir befreundet ist. Ha! Ja, wenn man bedenkt, die meisten Menschen sind ja nicht mit mir befreundet. Fast alle Chinesen. Das macht mich total neutral. Ja, gibt es ein Fazit zu diesem Thema? Ja, ich denke, es gibt ein Fazit. Aber ich kann es euch nicht sagen, weil ich bin kein Wissenschaftler, der Fazits herausfindet und ich habe auch nicht Psychologie studiert. Ich habe einfach einen Psycho in meinem Kopf und der erzählt dann irgendwelche Dinge und der macht ein Blablabla 17 Minuten lang und dann ist das Video fertig und ihr fandet es toll. Oder ihr fandet es doof. Am besten seid ihr einfach ehrlich. Jetzt muss ich schlafen gehen. Bye!